zusammen und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Heute haben wir endlich wieder einen Lüblet Haul und ich freue mich einfach extrem. Ihr müsst mittlerweile wissen, dass ich die Unterwäsche von Lüblet übertrieben gerne trage, mag, unfassbar sexy finde und ich kann euch nicht mehr sagen, als dass dieser Haul, glaube ich, the most sexiest Haul von Lüblet wird, den ich euch jemals abgedreht habe. Die haben so sexy neue Pieces reinbekommen und ich freue mich extrem, euch die zeigen zu können. Vorab möchte ich euch sagen, dass ihr mit dem Code LOOFROSE15 ganze 15% Rabatt bekommt. Natürlich werde ich euch wie immer alle Links zu den Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde, unten in die Videobeschreibung setzen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit etwas extrem sexy Maxi-mäßigem an. Und zwar dieses Korsett-Top. Leute, oh mein Gott, ist das nicht einfach super sexy? Also wer was anderes sagt, ne, der hat, glaube ich, wirklich keine Ahnung. Das ist so heftig verarbeitet und ich finde es so geil, dass ihr hinten einfach 4 verschiedene Größen habt, in die ihr euch so gesehen einstellen könnt. Finde ich perfekt. Natürlich könnt ihr wie immer euren Träger einstellen und dementsprechend wird es da keine Probleme geben, dass das jemandem irgendwie zu groß, zu klein ist. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bisher immer Probleme hatte mit solchen Korsett-Tops. Ich hatte bisher immer Probleme, solche Korsett-Tops zu finden, weil ich in die meisten einfach nicht reinkam. Die meisten Korsett-Tops sind nicht geschnitten wie ein BH jetzt wie hier, sondern die meisten bindest du und dementsprechend musst du halt dann reinpassen. Ist ein bisschen schwierig, deswegen muss ich ehrlich gestehen, bin ich so froh, dass ich endlich eine Variante gefunden habe, wo ich auch reinpasse, die ich auch auf jeden Fall tragen kann und wo ich keine Probleme haben werde, dass ich dort nicht reinkomme. Ich liebe das so. Dasselbe habe ich auch nochmal in schwarz. So sieht das Ganze von hinten aus. Ihr habt auch hier wieder 4 Möglichkeiten, das Ganze zu verstellen, auch wieder die Träger einzustellen. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr bereit seid, aber OMG, wie sexy sieht das bitte aus? Einfach ein Jean Provocateur Dupe. Ich liebe solche Unterwäsche. Ich finde, das sieht so unfassbar nice aus. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch das getragen vorstellt, man könnte theoretisch sogar Nippelpads drunter kleben, dazu eine Leggings anziehen und darüber einen Blazer. Oh mein Gott, what a moment. Zu dem roten Korsett-Top habe ich einmal dieses Unterteil. Es gab leider das Ganze nicht in der Tanga-Version. Ich finde das aber bei dem hier gar nicht so schlimm, weil das nämlich ein bisschen höher geschnitten ist und somit eure Taille perfekt betont. Ich liebe ja sowas übertrieben. Gut finde ich auch, dass es von hinten so geschnitten ist, dass es halt trotzdem so schön cheeky sitzt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und das Ganze habe ich übrigens in Größe M. Die Korsett-Tops habe ich in Größe... Ich muss noch mal gucken, in welcher Größe ich die Korsett-Tops habe. Auch in Größe M. Also da gibt es S, M, L, XL. Lieben wir auf jeden Fall. Ja, und das ist auf jeden Fall das passende Unterteil dazu. Damit ihr nicht tausende Sachen kaufen müsst, habe ich mir nämlich noch passend einen BH geholt. Das heißt, dieses Unterteil kann ich einmal zu dem Korsett tragen, als auch einmal zu diesem wunderschönen BH. Und Leute, ich glaube, man merkt, ich war diesmal in dem roten Mood drinne und ich liebe es. Also wie hübsch ist bitte dieser BH? Ihr wisst ja mittlerweile, ich liebe Spitzenunterwäsche und I'm in love. Was soll ich euch sagen? Das hier ist einmal das Cup, also wirklich nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerade auch für die Mädels sage ich das immer dazu, die nicht so gerne so super durchsichtige Spitze tragen. Ist das, glaube ich, wirklich ein absoluter Hingucker. Und auch mit dem Detail, dass hier vorne einmal das Ganze so verarbeitet ist. Von hinten habt ihr wie immer die Möglichkeit, das Ganze vierfach einzustellen und natürlich auch einmal an den Trägern etwas zu verstellen. Leute, ich bin verliebt und den BH habe ich in Größe 75E. Also wirklich ein Träumchen. Dann habe ich natürlich auch noch passend zu dem schwarzen Korsett das Unterteil. Das schaut so aus. Ich finde, in der Kamera sehen schwarze Teile immer so ein bisschen unspektakulär aus, denn irgendwie habe ich immer, wenn ich es reinhalte, das Gefühl, man sieht nichts und dann im Schnitt denke ich mir so, okay, man sieht doch ganz schön was. Also es ist wirklich wunderbar mit Spitze verarbeitet. Auch hier ist hinten der Po etwas größer geschnitten. Finde ich leider etwas schade, dass Lüblet dann nicht wirklich auch Tangas mit einarbeitet. Also wirklich dann entweder die Möglichkeit hat, das hier oder halt Tangas. Da würde ich mir wünschen, dass die noch so ein bisschen mehr...
Variablen haben, dass du halt mehr aussuchen kannst und für dich halt entscheiden kannst, was du haben möchtest. Aber an sich wirklich, Leute, die Verarbeitung ist der Hammer. Auch hier das Ende der Unterwäsche sieht so toll aus. Und hier ist übrigens auch so ein durchsichtiger Stoff drunter gearbeitet, dass man halt nicht allzu viel sieht. Genauso wie bei dem BH und den Korsettteilen. Dann kommen wir zum allerletzten Set. Und Leute, das ist definitiv auch eines meiner Favoriten. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ich war diesmal so im roten Einkaufsfieber, wenn man das so sagen kann. Und wie hübsch ist dieser BH. Also wenn der nicht nach Agent Provocateur schreit, ne, dann weiß ich auch nicht, was ihr noch erwartet. Aber diese Verarbeitung, dieses Detail hier in der Mitte, diese Blumen hier drauf, ich bin verliebt. Und vor allen Dingen, die Träger sind nicht zu dünn, die schneiden nicht ein. Das Ganze habe ich auch in Größe 75E genommen und von hinten dasselbe. Ihr könnt das Ganze auch in Größen natürlich wieder vierfach verstellen und auch die Träger könnt ihr hier einstellen und auch, dass hier alles so goldverarbeitet ist, genauso wie bei dem Set eben. Ich liebe das. Also ich liebe das wirklich extrem und ich muss ehrlich sagen, das ist mein absolutes Fave, was ich, glaube ich, jemals bei Lublette bestellt habe. Das ist eines der schönsten BHs und auch diese Verarbeitung hier oben, dass es dann durchsichtig ist, aber trotzdem nochmal dieses rote Band kommt. Es ist so sexy, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Also Lublette hat ja an sich, ich weiß nicht, falls ihr, sollte das euer erster Lublette-Haul von mir sein, den ihr seht. Lublette hat auch gerade Unterwäsche zum Beispiel, die euch im Alltag hilft, wie Bralettes, anständige BHs, auch für große Brüste. Ich meine mit anständig wirklich BHs, die alles halten, da wo es hingehört oder hingehören soll oder wie auch immer. Und dementsprechend, ich bin wirklich unfassbar zufrieden mit der Qualität. Und auch hierzu gibt es natürlich wieder ein Unterteil. Und auch hier muss ich sagen, ich finde es schade, dass das Ganze nicht in Tanga-Form gearbeitet ist. Aber damit muss ich nun mal leben, weil der BH ist dafür umso schöner. Und Leute, ich finde sogar den BH, den ich euch gerade gezeigt habe, passend zu der Hose hier, den könnt ihr sogar unter so einem Blazer ziehen mit Nippelpads, so ein bisschen juicy, eine Jeans dazu oder eine schwarze Hose. Das ist ein hottes Outfit, sage ich euch so, wie es ist. So, und das hier ist, wie gesagt, die Hose dazu. Das Ganze habe ich in Größe M. Die sieht wirklich ein bisschen riesig aus. Ich hoffe, dass ich da reinpasse und dass das nicht zu groß für mich ist. Aber das wird schon passen. Ich ziehe das sowieso mal so ein bisschen hoch, dass die Unterwäsche so sitzt und die Taille halt noch so ein bisschen mehr betont ist. Mag ich persönlich ganz gerne. Meinen Code werde ich euch natürlich nochmal hier reinsetzen. Ich hoffe wirklich, dass der Haul euch gefallen hat. Es war ein kleiner, aber feiner Haul, aber Leute, das waren juicy pieces und ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich, wenn ihr die Sachen nachbestellt und mir reinschreibt, was ihr von den Teilen haltet, wie ihr die Qualität findet, denn wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin unfassbar zufrieden mit der Qualität von Lublette. Und kann euch wirklich nur empfehlen, dort zu bestellen, gerade wenn ihr zum Beispiel so Basic Pieces, wie eben schon erwähnt, Bralettes, Tangas, allgemein BHs, die gut halten und vor allen Dingen beige BHs, Leute, sind manchmal so schwer zu finden. Und bei Lublette habt ihr wirklich eine große Auswahl auch an Farben für diese Basic BHs. Finde ich wirklich top und dementsprechend würde ich sagen, ich verlinke euch alles unten rein. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann.